Die Landesgartenschau in Überlingen scheint zu einem Sorgenkind zu werden. Zuerst 2020 die Absage, dann die zögerliche Zusage 2021 mit viel Auflagen für die Besucher und dann doch zum Schluss ein Bilderbuchstart mit einem sommerlichen Wetter bis zu 32 Grad. Die Besucher waren begeistert. Es hätte so schön sein können bis Ende Oktober. Da endet die Landesgartenschau in Überlingen. Doch es kam anders. Die Wetterextremen, die sind natürlich auch in Überlingen leider eingetroffen. Die Gärtnereien sind bemüht, die abgeknickten Stängel und die Blumen wieder auszutauschen. Sie sind im Volleinsatz fast 18 Stunden am Tag, um die Blütenpracht wieder herzustellen. Man kann dann nur hoffen, dass sich die Wetterextremen beruhigen und dass die Landesgartenschau wieder voll durchstarten kann. Jetzt schon zum dritten Mal.